Und daher müssen wir alle gemeinsam hier in Richtung Energieeffizienz arbeiten und uns auch anpassen. Ich merke das immer wieder, die nächste Generation hat auch hier natürlich die Gedanken, wie wird die Mobilität werden, und dieser holistische Blick drauf ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, wir sind schon ein bisschen in der Zeit vorgeschritten. Ein ganz toller Experte kommt aber noch, und er wurde heute auch schon zitiert in seiner Studie. Es ist Diplom-Ingenieur Hubert Fechner mit dem Vortrag hier: Photovoltaik am Weg zur bedeutendsten Stromquelle. Da hat ja auch heute Diplom-Ingenieur Bayer schon hier den Weg geebnet. Was sind so jetzt Potenziale und Technologietrends? Wo geht es denn eigentlich hin? In der Studie habt ihr heute schon einmal gehört, wie die Verteilung sein muss. Das heißt, was müssen wir denn tun in der Zukunft? Und da kann Hubert Fechner uns einen sehr guten Überblick geben. Er ist nicht nur Obmann hier der österreichischen Technologieplattform, der sogenannten TPPV. Er ist auch Studiengangsleiter vom Technikum Wien. Und unter anderem hat er auch den Fachbereich Erneuerbare Energie im jetzigen AIT, das ist das Austrian Institute of Technology, gegründet und entwickelt und aufgebaut. Ja, und weil ich mir wieder das angeschaut habe, welche Ausbildung Sie gemacht haben. Also er hat Elektrotechniker gelernt und auch Energietechnik. Vielen lieben Dank, dass Sie gekommen sind, und danke auch für Ihren Vortrag. Ja, danke schön für die Vorstellung, danke schön auch für die Einladung an Professor Umgeher. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört über Photovoltaik, ein bisschen aus der politischen Ecke, und warum kommt jetzt noch ein Vortrag zur Photovoltaik, werdet ihr euch denken. Ja, einfach deshalb, aus meiner ganz persönlichen Einschätzung, weil diese Technologie wahrscheinlich mit der Windenergie gemeinsam der wirkliche Gamechanger wird für die Zukunft. Und zwar, die Photovoltaik ist eine Quelle von Energie, die jahrzehntelang völlig unterschätzt worden ist. Man hat immer gesagt, es ist eine Nischentechnologie, sehr teuer und nur exklusiv, weit weg vom Stromnetz kann man die verwenden. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, die ersten Anwendungen auf Schutzhütten, natürlich alles vor eurer Zeit, da wart ihr noch lange nicht auf der Welt, aber da hat es begonnen, so haben wir gesagt, ja, dort, wo es ganz teuer ist, Strom zu erzeugen, da kann man Photovoltaik anwenden. Aber mittlerweile hat sich die Situation komplett geändert, und ich werde euch zeigen, Photovoltaik ist mittlerweile die billigste Form, Strom zu erzeugen, in mancher Art der Anwendung. Es gibt keine billigere Form, Strom zu erzeugen, als die Photovoltaik mittlerweile. Und ein paar dieser Punkte möchte ich in den nächsten 20 Minuten beleuchten. Also so ein bisschen, warum wird diese Stromquelle die Zukunft dominieren? Also da bin ich persönlich davon überzeugt. Ich werde ein paar Argumente dazu bringen. Wie soll sie eingesetzt werden, um den maximalen Nutzen zu bringen, dass man sich auch überlegt, ja, in welcher Form möchte ich die Photovoltaik haben, wenn sie wirklich jetzt so eine starke Verbreitung vor sich sieht, wo wird sie eingesetzt werden? Also da zeige ich dann verschiedene Anwendungsformen, die man vielleicht heute noch gar nicht denkt, weil man kennt die Photovoltaik halt typischerweise auf dem Hausdach, aber da wird nicht der letzte und der einzige Anwendungszweck bleiben, und dann am Schluss ein bisschen ein paar Visionen. Vielleicht mit einer Photovoltaik-Geschichte zu beginnen, die ist gar nicht so lang, ja, kommt immer darauf an, wie alt man ist. Also für mich ist sie nicht so lang, weil wenn ich das Solarmodul um 1970 mir anschaue, da war ich selber schon 5 Jahre alt, und da hat die Technologie erst wirklich komplett begonnen, kann man sagen. Und auf der rechten Seite sieht man ein Mehrfamilienhaus in der Schweiz, das komplett energieautark ist, Photovoltaik, die ganze Fassade, also alles, was da so grau ist, ist alles Photovoltaik. Also es wird wahrscheinlich keiner vermuten, dass das Haus komplett die Außenfassade mit Photovoltaik eingedeckt ist. Und das geht weiter bis zu photovoltaischen Fenstern, Sonnenschutzeinrichtungen und so weiter. Und vielleicht auch, um diese Geschichte ein bisschen fortzusetzen, 1970, wo die Technologie begonnen hat, hat die Weltbevölkerung 3,6 Milliarden betragen. Und wenn wir es heute anschauen, sind wir fast bei 8 Milliarden. Ja. Und da sehen wir wieder diesen Effekt, ja, wie viel Strom und wie viel Energie brauchen wir in Zukunft. Wir müssen auch mehr als doppelt so viele Leute versorgen, wie wir 1970 gelebt haben. Ja. Also auch das ist zu berücksichtigen, dass wir wirklich eine Stromquelle brauchen, die ungeheuer machtvoll ist. Und natürlich der CO2-Level, Klimaschutz, der war damals auch noch sehr bescheiden mit 325 ppm im Vergleich zu heutigen 420 ppm.
Also es geht im Prinzip, und das haben wir schon ein paar Mal gehört heute, um den Ausstieg aus der fossilen Energie. Ausstieg weltweit gesehen, 80% der Energieversorgung basiert heute auf Öl, Gas und Kohle noch immer. Und von denen müssen wir komplett weg, wie wir jetzt mehr und mehr wissen. Und Photovoltaik wird die wichtigste Energieform in der Zukunft. Da sind sich sehr, sehr viele Leute bewusst, dass das so ist. Wir sehen diesen gelben Bereich, der ganz rechts da dargestellt ist, wie stark die Photovoltaik in Zukunft, und die Zukunft ist hier bis 2100 skizziert, wie stark die Photovoltaik dann dominieren wird. Aktuell schaut es so aus, die Zahlen haben wir beim Herrn Beil schon gesehen, die Entwicklung, vielleicht auf das ich noch eingehen möchte, wir haben nahezu ausschließlich derzeit nur Montage auf dem Dach, also das ist die überwiegende Form. Freifeldanlagen beginnen jetzt erst mit all diesen Schwierigkeiten, die gerade skizziert worden sind, auch sich zu entwickeln. Alle anderen Formen von photovoltaischer Anwendung sind praktisch noch gar nicht entwickelt. Und wenn ich mir anschaue, ja, wo sind denn die Grenzen dieser Technologie, muss man sich überlegen, wie weit kann die Photovoltaik zunehmen? Ja, gibt es da irgendwelche Begrenzungen? Da muss man sich anschauen, naja, kostenmäßig ist immer die Frage, ist es so teuer, dass man es sich leisten kann? Ich Ihnen zeigen, wie stark die Kosten zurückgegangen sind in den letzten, 10 Jahren. Die Frage des Platzbedarfs ist ja schon adressiert worden. Materialverfügbarkeit, ja, aus was für Material wird in Photovoltaik üblicherweise produziert? Also die meisten Zellen sind Grundmaterial Silizium. Silizium sind Sande, Steine, also das ist ein Material, was sehr gut verfügbar ist. Natürlich muss es hoch aufwendig gereinigt werden, aber von der Materialverfügbarkeit grundsätzlich einmal kein großes Ressourcenthema. Die Integrationsfähigkeit im Stromnetz ist immer ganz ein wichtiges Thema, und als wichtigsten Punkt, glaube ich, muss man sich immer überlegen, ja, wird es auch akzeptiert, will man das, wollen wir diese Technologie. Und wohin wird es gehen? Aktuell haben wir 4% des Stromes aus der Photovoltaik, und ja, diverse Studien sehen eben, dass das in Richtung 30%, 40%, 50% des weltweiten Stromes gehen wird, einmal die Verbreitung der Photovoltaik. Und da muss man auch immer wieder bedenken, wir reden da jetzt immer im Strombereich, aber eigentlich geht es um die gesamte Energieversorgung. Aber da gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. Vieles, was heute nicht den Weg über den Strom geht, ja, denken Sie ans Heizen im Allgemeinen, denken Sie ans Autofahren, vieles wird alles über den Weg den Strom gehen. Natürlich auch die ganze Informationstechnologie. Also Strom wird massiv wichtiger werden in der Zukunft. Da sind sich alle Expertinnen und Experten einig, dass Strom einen ganz großen Anteil der gesamten Energieversorgung übernehmen wird. Und natürlich die Photovoltaik da umso wichtiger, da entscheidend dazu beizutragen. Warum der Strombedarf steigen wird, ist dann einmal angeführt, die E-Mobilität, nicht fossile Wärmeanwendungen, Wärmepumpen, Digitalisierung, Speicherbedarf und so weiter. Und es wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit der Strommarktpreis wird steigen, also der wird sich auf höherem Niveau wiederfinden, die Energiemarktpreise werden steigen, das Netz, das Stromnetz wird auch eine entsprechende Entwicklung nehmen müssen, um alle diese Anforderungen der Zukunft decken zu können. Und da braucht man nicht unrealistisch sein und sagen, das wird so billig bleiben, sondern das wird einfach mit höheren Kosten verbunden sein. Und schlussendlich, jeder Strompreis ist mit Steuern und Abgaben verbunden, das wird auch nicht weniger werden. Ich habe schon ein bisschen gesagt über die Stromkosten, dass die sich in letzter Zeit nach unten entwickelt haben. Und Photovoltaik, eingangs habe ich gesagt, das ist mittlerweile die billigste Form, Strom zu erzeugen. Ja, speziell in südlichen Ländern, in großen Anlagen und so weiter, hat man wirklich Stromgestehungskosten, die bei etwa einem Cent nur mehr liegen. Ja? Wenn Sie überlegen, was zahlen Sie für eine Kilowattstunde Strom zu Hause? Ja, wer weiß das für Ihnen? Was kostet die Kilowattstunde Strom? Daumen mal Pi, 20 Cent. Ja? Also wenn ich um einen Cent Strom erzeugen kann, dann kommen natürlich noch die Netzkosten, die Steuern dazu. Aber da bin ich wirklich massiv unter den Energiekosten, was heute typischerweise üblich sind. Also die Stromkosten haben sich bei der Photovoltaik mittlerweile so gut entwickelt, dass die Technologie wirklich in breitester Form angewandt werden kann. Und jetzt sehe ich nicht nur Österreich da als Zielgebiet, sondern natürlich weltweit die Entwicklung. Ja, dann die Frage ist natürlich auch, wohin entwickelt sich die Technologie jetzt vom reinen Wirkungsgrad? Und da ist jetzt diese Darstellung, sieht man da ganz gut,
das aufgezeigt seit 1975, wo die Technologie so richtig einmal ins erste Fahren gekommen ist. Da hat die Wirkungsgrade sind noch relativ bescheiden gewesen und seither, und wir sehen verschiedenste Kurven, das sind unterschiedliche Photovoltaik-Technologien, nicht nur Silizium, sondern auch mit anderen Materialien. Es hat sich ständig nach oben entwickelt, also die Wirkungsgrade steigen. Und was ist der Wirkungsgrad der Photovoltaik? Ja, das ist nichts anderes als das Verhältnis zwischen eingestrahlter Sonnenenergie oder genau genommen der Leistung der Sonne im Vergleich zur elektrischen Leistung, die ich aus diesem Modul beziehen kann. Und da sieht man schon, wie die Wirkungsgrade gestiegen sind und in Zukunft natürlich auch noch weiter steigen werden. Wenn wir derzeit so im Schnitt 20% haben als Wirkungsgrad, dann können wir davon ausgehen, dass die Wirkungsgrade noch massiv steigen werden. Im Labor erreicht man derzeit schon Wirkungsgrade von ungefähr 40-45%. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir in der Praxis Wirkungsgrade in dieser Größenordnung nicht in den nächsten 2, 3 oder 5 Jahren, aber längerfristig doch auch sehen werden. Also wirklich eine wesentlich bessere Effizienz der Photovoltaik noch, die natürlich dann wieder bedeutet, die braucht eigentlich weniger Fläche, um dieselbe Leistung herauszubekommen. Also auch dieses Flächenthema ist natürlich dadurch entschärft, wenn die Wirkungsgrade steigen, aber da darf man jetzt nicht kurzfristig darauf warten. Das wäre jetzt in Ihrer Glaube zu sehen, das ist in den nächsten 2 Jahre Realität, sondern das ist ein Prozess, der sehr, sehr viel Hoffnung gibt für die langfristige Entwicklung der Technologie. Wenn man sich jetzt überlegt, wie soll der Weg des Ausbaus ausschauen, dann muss man sagen, ja, wichtigster Punkt, und ich habe das sehr schon gesagt, ist einmal die Akzeptanzerhaltung. Ja, also wenn es nicht gelingt, die Technologie so zu installieren, dass sie allgemein akzeptiert wird, dann nutzt alle Kosten nichts, dann nutzen alle Technologieentwicklungen nichts. Das ist einmal ganz wichtig. Dann glauben wir, dass es ganz wichtig ist, auf heimische Wertschöpfung zu achten, auf heimische Arbeitsplätze. Natürlich auch immer zu vergleichen, ja, gibt es die Module jetzt nur aus asiatischen Ländern oder Ländern mit vielleicht Arbeitsbedingungen, ökologischen Bedingungen, die wir eigentlich gar nicht so gut finden, oder ja, akzeptieren wir, dass das Modul vielleicht 5% teurer ist, aber dafür in Europa produziert worden ist. Also auch solche Überlegungen sollte man sich mehr und mehr stellen, ob es das wirklich wert ist, immer nur auf die billigsten Kosten zu schauen, aber da nicht drüber nachzudenken, wo es herkommt. Also Sie kennen ja das vom Fleisch vielleicht, ja, ist uns ganz egal, wie das Schwein oder die Kuh gehalten wird, oder akzeptieren wir, dass wir ein bisschen mehr zahlen, aber dafür wirklich auch faire Standards haben, und ähnlich ist es da auch zu sehen. Ja, Innovationen wird es diverse Notwendigkeiten brauchen, die Systemdienlichkeit ist schon viel adressiert worden, die Anbindung ans Netz, die Rolle der Photovoltaik im Zusammenspiel mit all den anderen Technologien, die vorher schon erwähnt worden sind, erneuerbare Energien anderer Art, aber natürlich auch die vorher erwähnte Energieeffizienz. Ja. Ganz wichtig, der Systemumbau ist kein singulärer Weg, wo ich mit Photovoltaik alle Probleme löse, ja, sondern Photovoltaik ist ein Baustein, ich glaube ein sehr wichtiger, aber natürlich nur ein Baustein im gesamten Umbau des Energiesystems. Wichtig, Photovoltaik ist eine dezentrale Technologie. Ganz wichtig, natürlich auch jeder und jede kann teilnehmen. Ja, sie haben die Möglichkeit, selber zum Stromerzeuger zu werden. Das war ohne Photovoltaik eigentlich nicht möglich. Mit Photovoltaik können Sie selber Energie erzeugen, können die Energie mittlerweile auch verkaufen, können sich in einer Energiegemeinschaft zusammentun und mit den Nachbarn Energie austauschen. Alles das ist mittlerweile möglich geworden. Also Sie sehen schon, diese Ausbaustrategie des Photovoltaik, der Zukunft der Photovoltaik ist wirklich wichtig, dass man da viele, viele Punkte beachtet. Ja, und wo wird Photovoltaik in Zukunft überall installiert sein? Ja, da sind ein paar Bilder, wo es in Zukunft, oder natürlich sind das alles heute schon realisierte Projekte, die umgesetzt wurden, natürlich noch nicht der Standard, aber Gebäude, wie man es da sieht, eben zum Beispiel mit der grauen Fassade, das ist alles Photovoltaik, und natürlich die ganze Außenhülle des Gebäudes ist ein Kraftwerk. Oder eben so Atrien wie im mittleren Bild oben, wo man Glas-Glas-Photovoltaik einsetzt. Oder Balkone, die als photovoltaisches Element wirken. Andere Firmengebäude, diverse Dachlösungen und so weiter. Also Sie sehen schon, das geht sehr, sehr stark auch in die Architektur hinein. Das Beispiel hier ist aus Dänemark, wo man sieht zum Beispiel, dass da eine Schule als wirkliches Architekturelement verwendet worden ist. Die ganze Fassade ist optisch, glaube ich, sehr interessant gestaltet.
Also die Photovoltaik hat auch wirklich viele, viele gestalterische Möglichkeiten. Aber nicht nur im Gebäudebereich direkt, sondern Photovoltaik geht auch mehr und mehr in den Verkehrsbereich. Hier sind einige Lösungen, die auch sehr am Anfang stehen, wie zum Beispiel Überdachungen von Autobahnen. Ja, das sind ja bereits genutzte Flächen und Photovoltaik hat wieder die Möglichkeit, einen Zusatznutzen zu stiften. Photovoltaik kann zum Beispiel Straßen, Radwege überdachen, ja, dadurch einerseits eben Wetterschutz, Sonnenschutz und andererseits natürlich schon versiegelte Flächen noch einmal zu nutzen und die Stromerzeugung dort zu machen. Also auch solche Projekte werden derzeit entwickelt. Ja, natürlich, was sich sehr anbietet, sind Parkplätze. Wir haben in Österreich über 15.000 Großparkplätze. Ja, denken Sie an Einkaufszentren und Industriezentren und so weiter. Ja. Also auch diese Großparkplätze zu überdachten, ist eine gute Möglichkeit, Photovoltaik zu nutzen. Natürlich auch im Bahnbereich, Schallschutz und so weiter und so weiter. Also da einige Lösungen, wo man in Zukunft die Photovoltaik mehr und mehr sehen werden. Und vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber auch schon in der Umsetzung, sind auch solare Straßen, überhaupt den Straßenbelag als Photovoltaikfläche auszuführen. Ja, natürlich, wenn Sie sagen, da fahren die Autos drüber, dann ist es abgeschattet, ja. Aber denken Sie einmal, wie viele Straßen wenig befahren sind, ja, wo vielleicht alle paar Minuten ein Auto fährt. Also das könnte man zum Beispiel sehr gut nutzen. Oder Vorplätze, wo Autos eigentlich nicht stehen oder nur rangieren. Es wird gerade in Österreich auch der erste solare Parkplatz realisiert, auch in Niederösterreich, in der Gemeinde Desdorf. Das ist vor wenigen Wochen fertiggestellt worden, die erste solare Parkfläche. Ja, da werden Sie sagen, parken, ja noch schlecht, aber in dem Fall wieder ein typisch geeigneter Anwendungsfall. Das ist ein Veranstaltungszentrum, das nur im Abend genutzt wird. Also den ganzen Tag ist der Parkplatz leer. Ja, warum nicht diese Fläche nutzen, um Solarenergie zu erzeugen? Also man sieht schon, mit ein bisschen Nachdenken, mit ein bisschen intelligenter Nutzung finden sich viele, viele Flächen, die photovoltaisch zusätzlich genutzt werden können zur ureigensten Form der Nutzung als Parkfläche, Verkehrsfläche und so weiter. China hat vor einiger Zeit schon, vor mehreren Jahren, 2018, hat sie eine Autobahn mit Solarenergie ausgelegt, also wirklich der Fahrbahnbelag über eine Länge über einen Kilometer als photovoltaische Fläche. Und auch das bewährt sich, auch das ist eine Möglichkeit. Und wenn Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in Österreich Verkehrsfläche, die ist etwa so groß wie das gesamte Bundesland Vorarlberg. Ja? Das ist die Verkehrsfläche, die in Österreich durch Straßen, Radwege, Parkräume und so weiter verbaut ist. Ja? Warum sollte man nicht diese Fläche jetzt auch einmal heranziehen, um Photovoltaik dort umzusetzen? Eben in diesen verschiedensten Formen, die alle derzeit in Erprobung sind. Ja, und vom Verkehrssektor der nächste Schritt in Richtung Landwirtschaftssektor. Photovoltaik und agrarische Nutzung wird auch sehr, sehr stark derzeit forciert in verschiedensten Varianten. Vertikal aufgeständerte Module, wie wir es im linken Bild sehen, oder Überkopfernutzung. Darunter kann der normale landwirtschaftliche Anbau stattfinden. Gibt es verschiedene Untersuchungen, auch die Universität für Bodenkultur beschäftigt sich intensiv damit, welche Pflanzen haben es denn eigentlich lieber, wenn sie ein bisschen abgeschattet sind. Ja? Das kommt immer auf den Boden an, das kommt auf die klimatischen Verhältnisse vor Ort an, aber manche gedeihen sogar wesentlich besser, wenn sie ein bisschen abgeschattet werden. Ja? Und solche wieder Doppelnutzung vom verfügbaren Raum, den einfach noch einmal zu nutzen, nicht einen neuen Raum anzugehen, sondern den verfügbaren Raum, der schon landwirtschaftlich genutzt ist, doppelt zu nutzen für die Photovoltaik. Verschiedene Untersuchungen mit nachgeführten Modulen und so weiter, also da ist auch sehr, sehr viel in Überlegung. Also wir sehen, und das ist jetzt die Technologieplattform Photovoltaik, lobt seit mittlerweile 4 Jahren immer so einen Award aus für Integration der Photovoltaik und gemeinsam im Bundesverband Photovoltaik der BV Austria führen wir diesen Award durch und da ist morgen auch im Rahmen des BV-Kongresses wird dann die Verleihung von den Preisen sein, um zu zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt, Photovoltaik in integrierter Form mittlerweile umzusetzen. Also Sie sehen, die Photovoltaik wird sich massiv weiterentwickeln in viele, viele Bereiche und viele andere habe ich gar nicht angesprochen, auch weil die Susanne Formanek da ist, in Verbindung mit den Gebäuden, mit der Gebäudebegrünung, auch da lassen sich Synergien nutzen mit der Photovoltaik. Ja, das Thema Flächen ist schon angesprochen worden vom Herbert Beierl speziell und ich habe das dann einmal versucht zu visualisieren.
wie viel brauchen wir eigentlich? Und da bin ich gleich jetzt auf die Klimaneutralität gegangen, also nicht auf das 100% Stromziel, sondern wenn wir wirklich ein, sage ich mal, kreislauffähiges Energiesystem dann einmal haben, dann werden wir ungefähr nach Schätzungen 30 bis 40 Gigawatt Photovoltaik brauchen. Und das ist etwa ja, 200 bis 600 Quadratkilometer Fläche, je nach Dichte der Anlagen und so weiter. Als Vergleich vielleicht, diese 600 Quadratkilometer Fläche ist auch zu sehen, wir versiegeln jährlich etwa 45 Quadratkilometer, ja, also doch eine entsprechende Fläche. Und wenn ich mir diese 240 bis 600, in dem Fall habe ich 400 genommen, wenn ich mir das anschaue, in welche Fläche in Österreich geht es da, dann ist es dieses Quadrat, was Sie da eingezeichnet sehen. Ja, das können Sie jetzt beliebig verschieben in Österreich, aber das ist die Gesamtgröße an Photovoltaik im Endausbau, die wir brauchen. Ja. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen Photovoltaik ganz Österreich zustellen oder wie auch immer, sondern es geht eigentlich um eine verhältnismäßig sehr, sehr kleine Fläche. Denken Sie wieder, die Verkehrsfläche ist so groß wie Vorarlberg, also das, was wir solar brauchen, ist dieses Fleckerl. Und auch von diesen Fleckerl werden wir die Hälfte wahrscheinlich auf schon genutzten Strukturen unterbringen, wie ich es im ersten Teil gezeigt habe. Und ein paar Worte noch zur Freiflächenphotovoltaik, also das ist nichts Böses. Ja, natürlich, man muss aufpassen, wie macht man es, also das ist kein gutes Beispiel, wenn die ganze Fläche wirklich komplett genutzt wird und darunter sich jetzt keine biologische Vielfalt mehr entwickeln kann. Aber es gibt diverse Leitfäden mittlerweile, Anleitungen, wie Photovoltaik auf der Freifläche integriert werden kann, dass dadurch wirklich eine sogar erhöhte Biodiversität ist. Also genau dort finden sich dann eben diese Rückzugsgebiete von Bienen, von Insekten aller Art, von Schmetterlingen, von Kleintieren. Warum finden Sie die genau bei diesen Freiflächenphotovoltaikanlagen? Ja, ganz einfach, da gibt es keine Düngemittel über 20, 25 Jahren und außerdem diese Fläche wird nicht betreten. Ja, weil eine Photovoltaik-Freifläche braucht nahezu keine Wartung, die ist üblicherweise eingezäunt. Das heißt, 20 bis 25 Jahren ist es ein völliges Rückzugsgebiet, das niemand betritt. Und genau dort entwickeln sich dann eben diese seltenen Tieren und Insekten, die wir jetzt schon sehr, sehr selten finden, weil wir eben durch intensive Landwirtschaft ja so viel schon ruiniert haben. Also diese Biodiversitätssteigerung ist ein absolut positiver Effekt, der durch Freiflächenphotovoltaikanlagen ausgelöst werden kann. Und wenn man das sieht, dann kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, dass Freifläche was Schlechtes ist. Im Gegenteil, es ist ein absolut positiver Faktor. Da gibt es einige Leitfäden dazu, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, falls wen das interessiert. Ist schon viel untersucht und analysiert worden, warum Photovoltaik-Freiflächen wirklich eine ökologische Aufwertung sind, wenn sie richtig umgesetzt sind. Ja, und vielleicht ein paar technische Punkte noch. Photovoltaik kann auch im Energiesystem eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben es auch kurz einmal andiskutiert schon. Die Frage, wenn ich jetzt die Verbindung mit der Elektromobilität sehe. Ja, ich habe selber ein Elektroauto mit etwa Speicherkapazität von 64 Kilowattstunden. Der steht vor meinem Haus. Ja, diesen Speicher, wenn ich den Inhalt nutze, kann ich eine ganze Woche meinen Strombedarf decken. Ja, warum nutze ich den Speicher des Elektroautos dann nicht wirklich, um eben den Strom aus meiner Photovoltaikanlage in den Speicher des Elektroautos zu bringen? Am Abend nehme ich ihn wieder raus, um dann wirklich eben, ich sage mal, über einen Großteil des Jahres mit meiner Photovoltaikanlage in Kombination mit meinem Speicher des Elektroautos meine Stromversorgung zu bewerkstelligen. Also solche Konzepte sind bereits entwickelt, es gibt da die ersten Demos, die das umsetzen und das ist ein wirklich ein wichtiger Punkt, um eben auch die Systemnutzung der Photovoltaik in Zusammenhang in dem Fall mit der Mobilität zu verstärken. Und ein anderer Punkt, wo die Photovoltaik auch noch ganz wichtig ist, sind diese Thematiken, die Energiegemeinschaften. Es ist ja seit dem neuen Gesetz jetzt möglich, dass sich Nutzer von Photovoltaikanlagen zusammenschließen, eine Energiegemeinschaft bilden und den Strom, den sie selber erzeugen, aber nicht brauchen können im Moment, den kann man dem Nachbar verkaufen. Oder eben ja, der näheren Nachbarschaft, da gibt es eine regionale Grenze. Das heißt, alle, die unter demselben Umspannwerk sind, also vom selben Umspannwerk versorgt werden, die können den Strom in dieser Gruppe untereinander verkaufen und handeln. Also solche Modelle sind auch möglich, wo die Photovoltaik eine ganz große Rolle spielt. Und ja, das geht so weit, dass man sich natürlich auch überlegt, ob Photovoltaik, wenn es mit einem Speicher in Verbindung ist, nicht auch die Möglichkeit hat, im Blackout-Fall
einen Notstrombetrieb aufrechtzuerhalten. Also Sie sehen schon, die Möglichkeit, die Photovoltaik bietet, die wird eigentlich immer größer und größer. Und im gesamten systemischen Denken der Energieversorgung hat die Photovoltaik da eine wirklich interessante Rolle, die sie übernehmen kann. Und natürlich, das sehen wir jetzt bei den Energiegemeinschaften sehr, sehr stark, eine Gemeinde auf einmal hatte die Möglichkeit, ja, ihre Bürger und Bürgerinnen einzuladen, gemeinsam eine Energiegemeinschaft zu bilden, möglichst jeden zu motivieren, Strom zu erzeugen, natürlich auch auf den eigenen Gebäuden, und den Strom innerhalb der Gemeinde dann zu handeln. Was ist der große Vorteil? Naja, wenn da wirklich viel Strom vorhanden ist, dann sind sie unabhängig von externen Energiepreisen und haben natürlich auch in der Gemeinde wirklich auch die Verantwortung übernommen für regionale ökologische Energieversorgung. Und ich glaube, der letzte Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, wo die Photovoltaik auch immer wieder mitdenken muss, ist natürlich die Frage, okay, es geht nicht nur daraus, immer neue Technologie entwickeln, ja, dafür brauchen wir Materialien, Ressourcen und so weiter, sondern auch immer wieder, so wie wir es heute ganz am Anfang gehört haben von der Hilbert von Kolb, es geht immer wieder um die Frage der Nachhaltigkeit, der Kreislauffähigkeit, Circular Economy und so weiter. Und das natürlich auch bei Photovoltaik immer mit zu bedenken. Man sagt immer wieder, die beste Kilowattstunde ist die, die man nicht braucht. Damit kommen wir zum Reinhold Christian. Energieeffizienz, ganz wichtig. Aber natürlich, Energie in gewisser Form wird notwendig sein, aber immer denken, ist das Ganze recyclingfähig? Ist das Ganze im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft möglich? Das heißt, ich sage immer, es wird in Zukunft nichts mehr gehen, ohne an gesamte ökologische Verträglichkeit zu denken, an die Kreislauffähigkeit, kritische Materialien möglichst zu ersetzen. Das ist im Falle von der Photovoltaik, Silber ist noch eingesetzt, diese Silberstreifen, die die Stromabnehmer darstellen. Da versucht man Silber zu substituieren durch andere, mehr verfügbare Materialien. Blei aus dem Löten vor allem, also auch da wird versucht, das Blei loszuwerden, geringerer Materialeinsatz und so weiter und natürlich gesamte Lebenszyklusbetrachtungen. Also das auch immer bei der Photovoltaik mitzudenken, also nicht Huruk, Juhu, neue Technologie, alles ist gut, sondern auch immer die gesamte Nachhaltigkeit mitzubedenken. Also Sie sehen schon die Photovoltaik und das sind meine letzte Folie, wie gehen wir jetzt wirklich an? Ganz wichtig, wir sollen die gesamten Ausbauziele im Auge haben, also nicht nur auf diese 100% Strom 2030 zu schielen, sondern gleich zu sagen, was brauchen wir für ein nachhaltiges Energiesystem, für diese Klimaneutralität. Wichtig, es müssen alle zusammenarbeiten, nur kurze Anknüpfung an meine Vorredner, Herbert Beierl, so in Richtung, wir brauchen die Politiker dabei, wir brauchen die Bundesländer dabei, wir brauchen Raumordnung, Umweltgesetze, ökologische Verträglichkeit, alles, um das umzusetzen. Wir sollen die Integrationsmöglichkeiten, und da habe ich Ihnen einige gezeigt, wirklich gut ausreizen, um schon genutzte Flächen doppelt zu nutzen. Aber wir sollen auch keine Angst haben vor Freiflächen, wenn sie ökologisch verträglich sind und eben auch einen ökologischen Mehrwert schaffen und ans gesamte System denken und natürlich auch die Innovation dabei nicht vergessen. Ich glaube, Forschung, Entwicklung ist da auch ein ganz ein wichtiger Punkt, weil wir damit natürlich auch heimische Arbeitsplätze schaffen können. Also für mich ganz klar, Photovoltaik gibt es zwar schon, aber ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Also für mich geht jetzt die Sonne erst so richtig auf. In dem Sinn, ja, danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die Fragen.